Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Aikai und heute mal wieder eine App-Review. Viel Spaß! Die App, die ich meine, heißt Atomos HD. Und obwohl sie sehr einfach ist und im Prinzip keine richtige Funktion erfüllt, finde ich sie dennoch irgendwie faszinierend. Die App ist gratis, das heißt, ihr könnt sie downloaden und direkt ausprobieren. Ja, wir haben hier als App-Symbol ein Atomsymbol. Ja, und wenn wir hier drauf gehen, geht es direkt los. Was wir direkt am Anfang sehen können, sind unterschiedliche Partikel und die sind am Anfang in einer bestimmten Form und danach fliegen sie einfach durch den Raum. Was können wir jetzt im Prinzip machen? Wir können die Form der Partikel entscheiden und auch deren Richtung, sage ich jetzt mal, indem wir mit ein oder mehreren Fingern auf den Touch-Display draufdrücken. Drücken wir jetzt zum Beispiel mit einem drauf, dann haben wir hier eben sowas ähnliches wieder wie so ein Atomsymbol. Machen wir jetzt einen zweiten Finger drauf, wird das Atomsymbol größer und sieht auch ein bisschen anders aus als vorher. Und wenn wir loslassen, ist alles wieder normal. Ich dachte anfangs, das wird maximal bis 4 oder 5 Finger gehen, aber es geht tatsächlich für bis zu 10 Fingern. Bei 10 Fingern sieht das folgendermaßen aus. Die Partikel sammeln sich um eure Finger herum und wenn ihr das dann loslässt, dann explodiert alles und es erscheint die Form von ganz Anfang an. Und ihr könnt von vorne anfangen. Und obwohl das alles sehr einfach ist, haben wir auch ein paar Einstellungsmöglichkeiten, nämlich hier. Wir können die Nummer der Partikel bestimmen, die Länge der Partikel und die Größe der Partikel anhand dieser Schieberegler. Es ist aber sehr schade, dass es keine genauen Zahlen dazu gibt, das heißt, dass man das nicht ganz präzise bestimmen kann. Außerdem können wir die Farbe der Partikel ebenfalls bestimmen. Und hier haben wir zur Auswahl einmal das Neon, das wir schon hatten, die Farbe Kristall, die mir persönlich am besten gefällt, und Natur. Außerdem können wir unsere Musik auch selber auswählen oder natürlich auch pausieren. Wir haben hier 5 Tracks, wobei auch eins mir, glaube ich, am besten gefällt. Das sind alles sehr schöne und entspannte Musikstücke, das heißt, die passen perfekt zur App. Und wie schon gesagt, also mit der App kann man im Prinzip nichts machen, außer sie eben zeigen oder mal eben kurz hier so diese Figuren ausprobieren, wenn man gerade eben mal ein bisschen runterkommen möchte. Und die Musik entspannt auch wirklich sehr schön. Und ich denke auch auf dem HD-Display mit einem Retina-iPad würde das definitiv auch noch cooler aussehen. Vielleicht kann man das auch benutzen, um Intro zu machen. Das sieht definitiv auch ganz cool aus, wenn man einen Display-Recorder hat. Und ja, das war's für dieses App-Review. Wie schon gesagt, obwohl die App sehr einfach ist, gefällt sie mir trotzdem. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal.